Hallo, liebe Zuschauer, welcome to Wiener Kitchen. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, jetzt die zweite Ausgabe jetzt von uns hier aus der neuen Küche. Heute machen wir, jetzt muss ich mal gucken, Tom Kai Gai. Yes. Yes, Tom Kagei. Und wir haben jetzt auch die Zutaten hier vorbereitet. Ihr könnt mal reingucken, was wir alles dafür brauchen. The recipe we have. The recipe we have is chicken, onion, tamarind for make it sour, lemongrass, dry chili, and chili. This one mushroom. Ingwer ist es. This one Ingwer, I finger. Ingwer. Yeah, this one. This one is coriander. Coriander. Coriander, lemon lime in credit, not sour. We can put it more. And this one, chicken, what are they? Also ein Brühwürfel ist das. Chicken, yeah. Fish sauce, sugar, coconut milk, sauce. Wir brauchen also 600 Gramm Hühnchenfleisch, dann haben wir 300 Gramm Pilze, dann haben wir hier, ich muss mal da hinten gucken, dann haben wir hier Perlenzwiebeln, dann haben wir hier Tamburin, dann haben wir hier Chili, und da war eine Pilz Dry zwischen, chili, lemongrass. Ingwer haben wir hier, dann haben wir hier noch eine Zwiebel, da ist der Ingwer. Der ist auch immer sehr hart im Essen. Der ist also nur, um den Geschmack reinzubringen. Und dann haben wir hier noch Koriander. Und This davor, one. da haben wir noch keinen Namen. Caronto. Caronto haben wir hier. Okay. Hier im Vorderen, dann haben wir also hier Zucker. Sauce. No, Salz. Salz haben wir. Fischsoße. Fischsoße, Zucker. Und Kokosmilch. Aber hier im Speziellen, wir haben Kokosmilch selber gemacht. Sie hat das selber gemacht. Hierzu kann ich noch den Film verlinken. Wir haben ja vor einiger Zeit das mal in einem Video gezeigt, wie das hergestellt wird. Okay, wir starten. Übrigens, die Musik, die wir letztes Mal hier drin haben, die kommt aus der Resonanz von den Töpfen, die da draufstehen. Hat also nichts mit der Flamme oder sowas zu tun. Und nach einer Zeit geht das auch weg, wenn der Topf anscheinend auch heiß wird. Oh, normally we need also water, but this one I use the coconut, so a lot of water in. Ja. Coconut, I make it. Okay. You need 1 cup of water first, boiling the water. ความจริงต้องต้มน้ำไม่ใช่หัวกะทินะคะแต่พอดีอันนี้คั้นกะทิเองก็เลยใส่ได้เลย Now I'm gonna put tamarind in. Tamarind in for sour. Tamarind from the garden. Lemongrass. Lemongrass. This one, put this one in. I forget the name. This one. We have the recipe. Ingwer. We have recipe below, okay? And this. Und den Ingwer haben wir von Oma, hä? Yes, we get it from Oma. Everything from garden. This one also from over there. You can show them later. Oh shoot! Garlic. Do like this. Smash. Why? Can you clean for me? Mit dem Ingwer hatte es Folgendes auf sich. Letztes Mal waren wir bei Oma gewesen und da hat die, Wien hat das gesehen, da ist ein Strauch, ein ganz großer Strauch und da sagt so, ja, das Ingwer, den können wir gebrauchen zum Kochen. Das hat man also früher, also hier, auch in vielen, ja, früher, ich glaube also heute auch noch, in den Gärten stehen, ganz anders als in Deutschland. Da war ja früher auch, kann ich mich noch gut dran erinnern, so in den 60er Jahren im Garten hatte man dann auch Gewürze. Okay, a little bit of sauce. Sauce in. Da kommt jetzt der Gewürzwürfel rein.
chili. A little bit first because could be spicy for foreign. Save some here. Yes. Unter dem Film sind die ganzen Zutaten auch von den Gewichten und die korrekten Namen natürlich. Ich habe da eben eine schöne Funktion gefunden. Wir wussten hier teilweise gar nicht, wie das hieß. Da kann man also bei Google reingehen, untersuchen und dann kann man das fotografieren. Und Google sucht es dann raus, wie es heißt. Ganz einfach. Coriander also from the garden. Ja, wir haben das mittlerweile hier im Garten. Da werden wir heute wahrscheinlich auch noch ein Filmchen zu machen, was alles jetzt nach 2 oder 3 Wochen da alles ja, gewachsen ist. Das sieht also sehr gut aus. Da kommt also ein spezieller Film noch zu. Let them boil in. Okay, jetzt wartet es also darauf, dass es richtig kocht, die Milch. Und dann kam der Chicken in. Chicken, yes. Und dann kommt das Hühnchenfleisch rein. Because cooking, you cannot say how long and what time, because depend on the gas. Sometimes the gas high, you know when, you don't have to wait. You can see, everything is not the timing. You see by your eye, you taste by your tongue. Okay, also sie sagt also, das ist unterschiedlich von den Kochanlagen natürlich, wie stark man das aufdreht. Und wenn das jedenfalls kocht, dann kann man auch hier in dem Fall das Hühnchenfleisch rein. You try to do with the high temperature first until they're boiling and you can put chicken in. Chicken today I use the bread and one leg of chicken. Also sie hat Brustfleisch genommen, also richtiges Muskelfleisch. Yeah, of the taste. So you can use anything. You can use beef, pork, shrimp, everything you like. Shrimp also? Shrimp also, yeah. Also man kann auch Meeresfrüchte dafür gebrauchen. Ach ja, gestern, wir waren in einem Restaurant. Wir waren gestern im Restaurant und ich hatte das bestellt. Er sagte, nee, brauchst du nicht, das machen wir morgen. Und da stand dann auch Pork, Rinderfleisch, Seafood, also Shrimps konnte man da bestellen. Sugar. Aber wir haben noch immer den braunen Zucker. Yeah. Waiting until they're boiling, just put everything in. Sugar, you taste first. But what was the name of them? Timbering. The taste is salt. Sauer. Sehr, sehr sauer, muss man sagen. Ich hatte da reingebissen mit der Hoffnung, es wäre irgendwie süßlich. Gar nicht. Es verzieht man das Gesicht. If you don't have tamarind, you can use the lemon lime, lemon, for make sour. Mm-hmm. Sour and sweet. Zitrone ist das. Zitrone, yeah. Ja, Zitrone. So I just put this in. Okay. Wait long enough. Yes, put chicken in. Wait. Aha. Ah, it fängt an zu blubbern. Our cooking is take forever. Sie hatte ja in dem Film gesagt, dass also auch die Kokosnussmilch, wenn sie selber gemacht ist, viel intensiver im Geschmack ist. It's more tasty when you make it by yourself before. Yeah, als hier dieses Produkt, die kann man ja auch überall kaufen. Yeah, but you know what? Two coconut milk, only little bit of milk. How much was it? It was 1.5. Was? 1.5. Coconut. Ah ja, anderthalb Kokos. I use real coconut 1.5 coconut. Because another one is getting lazy. Oh no, enough. And how much you need from them für die Zuschauer? 400 Gramm. 250. This one 250, yeah. And anderthalb von dem, 1.5 of them. Huh? Yes. Also anderthalb von If dem. You like the taste of coconut milk, you can put it in. But a lot of Kalorien also, huh? Yeah. Okay, heute gucken wir mal nicht nach den Kalorien, es soll schmecken. Boring, boring now, boring. All the recipe you can adapt.
What you like, you can put in more. And you taste it. It's not good, you put more thing in. But the recipe we will have below for real recipe, but everything depend on fish sauce. I'm gonna put first, okay. One, two, three. I try with three first. 3 tablespoons, then later I will try it. Also wenn ich also sehe, hätten wir auch mit einer Flamme auskommen können. I say, one is also enough for the kitchen, huh? You never use this? Yeah. Maybe when I'm real cook, I use it, but this one have to talk and everything, I cannot do like this. But when you cook, maybe you use it. Oh, I need something for the fry this, you know, you can use it, but right now I have to cook and talk. It's not easy for you to think, so. Ja, einige Leute hatten schon gefragt, ob wir jetzt auch eine Kochschule aufmachen. Some of the people asked me, we make a cooking school now? No. No, we're not that good. Da haben wir also keine Zeit, so uns da jetzt also terminmäßig auch noch weiter zu binden. Or maybe somebody want to learn, maybe we open for the cooking and chopping, yeah. Who know? Yeah, you give the comment below you want to do it or not. But we do it for fun, not real professional. So don't be so serious with cooking until you take a How look. Long have to boiling that the meat is also okay? Huh? Yeah. How long? She's still not done because our gas is not so high. I don't know why. So take longer than normal. Normally 10 or 15 minutes they should boiling, but this one not. Huh? 10, 15 minutes, you check, you take a look. You take a look, the chicken cooking. Also bei dem Chicken-Fleisch oder auch anderes Fleisch, dann muss man also gucken, dass das längere Zeit, wie mindestens, sagt sie ja, 15 Minuten, 20 Minuten gekocht hat. That is good. Yeah. But I think we need one more spoon of fish sauce. But I gotta put one more fish sauce. Because we're gonna put mushroom in, so one more. We're almost done now, the last thing, okay? Mushroom. If you like mushroom, you put more, whatever you like. For me, myself, I love mushroom, so put a lot of mushroom. This one we have more than 300 grams. It's done. Now the coriander, last Koriander one. Kommt jetzt rein. Yeah, the last one coriander, this one for decoration. That's for decoration? Yeah. Put in the bowl and oh. Übrigens, auch beim ersten Film habe ich ja unten drunter die einzelnen Zutaten gebracht und dann auch für was es gut ist. Da waren zum Beispiel, was mich gewundert hat, zum Möhren gegen Lungenkrebs soll das vorbeugen. Gehen Bluthochdruck, Cholesterin, also den bösartigen Cholesterin. War also sehr interessant, sich da mal durchzulesen, für was die einzelnen Zutaten gut sind für den Körper. Smell good, taste good, that's all I know. Yeah. Meine wunderbare Köchin, ne? Yeah, looking good. Ja, das yeah. Sieht ja schon gut For aus. For Tom Yum is just put the more spicy in the Tom Yum. Same, almost the same. For make tom yum. This one today, tom kha kai. Tom kha kai. That's it. Cut now and eating. Okay, dann nehmen wir mal die Teller und dann setzen wir uns da in die Sonne. Da müssen wir dann auch ein bisschen vorbereiten, damit wir also da auch mal ein bisschen Schatten kriegen. Und da kommt schon die zweite Fuhre. Dazu kriegen wir jetzt noch leckeren Reis. Ja, liebe Zuschauer, das sieht nicht nur lecker aus, ich glaube, das ist auch lecker. Ja. Schmeckt genauso wie im Restaurant.
mal das Fleisch und die Pilze. Ja, danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Und mal gucken, was ihr beim nächsten Kochen uns zeigt. Thank you for watching. ขอบคุณนะคะที่รับชมต้มขาไก่ค่ะ You style what everything what you have in the garden just take it in put it in throw it in Yes Wer sitzt da? Wer sitzt da schon? He's ready to eat. Also er bettelt ja nicht, er sitzt da immer so ganz brav und guckt. Aber heute haben wir keine Knochen dabei. So, jetzt lassen wir es uns schmecken. Tschüss. Tschüss. It's wirklich good. It's very good. Mm.